Hi Kids, das war ja spannend in der Höhle. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Olivia hat schon eine krasse Entscheidung getroffen. War die gut oder eher nicht? Was denkt ihr? Also, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und so spannend geht auch gerade die Josefsgeschichte weiter. Wir sind ja gerade aktuell in dieser Geschichte drin und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern vom letzten Mal. Der Josef wurde jetzt befördert, der ist jetzt in Potiphars Haus und ist dort Verwalter. Das ist eine ganz große Ehre, wenn man Verwalter sein durfte in der Zeit. Und da macht er seine Aufgabe auch richtig gut, weil der Josef ist ein ganz toller junger Mann. Aber was jetzt passiert ist, dass die Frau von Potiphar immer wieder zum Josef kommt, weil sie hat sich verliebt in ihn, weil er ist ein hübscher junger Mann. Und sie sagt zu ihm, hey Josef, wenn es keiner hört, sagt sie immer, Josef, komm, wir könnten doch so ein bisschen kuscheln und dann gibst du mir einen Kuss und dann gebe ich dir einen Kuss. Und er sagt, nein, 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 das möchte ich nicht, weil du bist verheiratet mit Potiphar, das ist nicht in Ordnung. Und immer wieder versucht sie es und immer wieder sagt er, nein, ich möchte das nicht. Und eines Tages sind die beiden alleine zu Hause. Alle anderen sind nicht da, auch der Potiphar ist nicht da. Und sie versucht es wieder und sie bedrängt ihn richtig und er sagt, ich möchte es nicht. Und irgendwann weiß er, er muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil sie wird nicht aufhören. Und dann läuft er davon. Und in dem Moment hält die Frau von Potiphar sein Gewand fest und reißt es ihm vom Leib. Er läuft fast nackt zur Tür raus, heißt es in der Bibel. Und abends kommt der Potiphar wieder heim und seine Frau läuft sofort zu ihm und sagt, heute ist was ganz Furchtbares passiert und der Verwalter, dieser Josef, der hat was ganz Schlimmes gemacht und dann hat er sich noch die Kleider vom Leib gerissen und ist nackt zum Haus rausgerannt und es war ganz furchtbar, der war ganz schlimm zu mir. Das war eine glatte Lüge. Und Potiphar, weil er erst mal seiner Frau glaubt, sagt, das ist ja unmöglich, das geht gar nicht. Was glaubt denn der? Der hat mein Vertrauen missbraucht und ich werde dafür sorgen, dass er jetzt ins Gefängnis kommt. Und er wird wirklich verhaftet, der Josef, und er kommt ins Gefängnis. Da dürfen wir noch gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht. Aber ich habe mir überlegt, bei beiden Geschichten, bei der Geschichte von der Janelle und von der Olivia, aber auch bei der Geschichte vom Josef und dem Potiphar und seiner Frau, was können wir denn daraus lernen? Und mir ist was aufgefallen. Vielleicht habt ihr manchmal eine Situation, wo ihr nicht so genau wisst, wie sollt ihr euch entscheiden? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Vielleicht habt ihr ein Spielzeug kaputt gemacht von eurem Bruder oder Schwester. Und ihr wisst, ihr habt es gemacht. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden für, verstecke ich's oder lüge ich oder streite ich das ab? Oder gehe ich ganz ehrlich hin und sage, hey, schau zu, ich habe das kaputt gemacht und es tut mir leid. Und wenn ihr jetzt nicht so richtig wisst in einer Situation, was ihr tun sollt, da habe ich euch zwei Regeln. Die könnt ihr nächste Woche in einem Action Step einfach mal ausprobieren, wenn ihr in so einer Situation seid. Zum einen könnt ihr euch überlegen, was würde denn Jesus tun? Oder was würde in dem Fall jetzt auch Josef tun? Wie würde er sich entscheiden? Und das andere wäre, wie würde ich mich denn fühlen, wenn es umgekehrt wäre, wenn jemand mein Spielzeug kaputt gemacht hätte? Und dann könnt ihr euch richtig entscheiden, da bin ich mir sicher. Weil es gibt so eine Regel in der Bibel, das heißt die goldene Regel. Da heißt es, so wie ihr behandelt werden möchtet, so sollt ihr auch andere behandeln. Dann seid ihr auf der richtigen Seite. Und das wünsche ich euch, dass ihr gute Entscheidungen trefft, wo ihr auch vor Gott gut steht, weil er sich freut, wenn wir uns fürs Richtige entscheiden, für die gute Sache. Also, entweder ihr überlegt, was würde denn Jesus tun? Oder ihr sagt, wie würde ich mich denn fühlen? Beide können helfen in so einer Situation. Und ihr werdet euch richtig entscheiden, da bin ich mir ganz sicher. Und dabei wünsche ich euch jetzt einfach eine gute Woche, ein schönes Pfingstfest und bis ganz bald. Also, macht's gut. Ciao!